Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Levelpaket Nummer 2 von Dein Super Mario 64. Heute könnt ihr die Level 16 bis 30 downloaden. Es ist nun ungefähr 2 Jahre her schon fast. Im April werden es 2 Jahre, seitdem dieses Videoformat gestartet hat. Und wir sind erst bei Level 30, weil ich zu faul bin, ein Level aufzunehmen. Denn ehrlich, ich habe mehr als 30 Level aktuell und ich könnte sie spielen, aber ich bin so faul. Ich bin einfach schuld. Auf jeden Fall, danke soweit an alle, die ihre Hacks hier eingesendet haben. Die Hacker vom Levelpaket 2 werden wieder in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr irgendjemanden mal besuchen wollt und sagen wollt, hey, cooles Level, mach mehr. Ich hoffe, dass noch mehr raus werden. Es wäre irgendwann toll, wenn wir sogar 100 Level erreichen würden, aber am besten 90, weil dann haben wir wieder diese 15 immer was, egal, unwichtig. Wäre auf jeden Fall schön, wenn es noch ewig weitergehen würde. Wie gesagt, ich würde das auch gerne als Endlos-Projekt halten. Kommt halt drauf an, ob ich noch irgendwann ein Level bekomme oder nicht. Zur Unterstützung an Hacker, die gerne hacken würden, aber noch nicht wirklich sich damit vertraut gemacht haben und noch gar nicht so wissen, wie sie damit anfangen wollen, verlinke ich nochmal das allererste Ankündigungsvideo, wo ich... Nee, nicht das Ankündigungsvideo, ich verlinke nochmal Look Middles Tutorial zum Kennenlernen vom Hacken. Und mir wurde auch von einem Mann namens, ich glaube es war Pilzinsel64, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der richtige Name ist, wurden mir zwei RAR-Archive zur Verfügung gestellt. Und zwar einmal ein Archiv mit notwendigen Programmen zum Hacken und einmal ein Archiv noch mit Texturen. Das heißt, wenn ihr noch nie gehackt habt, aber anfangen wollt, könnt ihr euch mal diese zwei Pakete runterladen. Sind in der Videobeschreibung bitte. Da ist alles drin, was ihr zum Hacken braucht. So habe ich es zumindest mitgeteilt bekommen. Wenn ihr dann damit anfangen wollt, das ist, denke ich, der beste Weg, um anzufangen. Am besten dann noch Tutorials anschauen und sowas. Also das wollte ich nur kurz an der Stelle erwähnt haben. Für die, die hacken wollen, damit auch mal ein paar mehr Hacks noch kommen. Ne? Ich habe aktuell, glaube ich, bis 35. Also nur 5 Stück nach dem hier jetzt. Das heißt, ich bin zwar aktuell faul, hätte schon mehr hochladen können, aber ja, irgendwann ist auch Stoff weg, deswegen wollte ich Lukas angemerkt haben. Und des Weiteren, ja, was kann man noch sagen, das neue Bewertungssystem. Ich habe mir jetzt sogar was ausgedacht, nachdem ich den jetzt in Zukunft dann vorgehen werde. Das heißt, ich werde jetzt nicht einfach noch in Zukunft blindlings irgendwas festlegen. Und zwar, wir starten bei einer 1, das Level kriegt eine 1. Und dann schaue ich mir verschiedene Aspekte vom Level an. Ist die Grafik gut? Sieht es gut aus? Hat man ein schönes Bild vor sich liegen? Ist das gegeben? Bleibt es bei der 1? Ist das nicht da? Geht es runter auf die 2? Dann geht es weiter zur Levelgeometrie. Und in diesem Punkt verstehe ich, ob das Level spaßig ist und ob die Ideen da sind. Heißt, gute Sprungideen, alle möglichen Kram, ne? Also halt einfach spieltechnisch gesehen. Wenn das da ist, bleibt es auch noch bei der 1 oder bei der 2, wo wir gerade sind. Ist das auch nicht da? Geht es runter auf die 3? Dann haben wir das Spieltechnische. Heißt so viel wie, darunter verstehe ich die Sternverteilung, haben wir die Sterne sinnvoll verteilt, ist da am Anfang kein Stern, ist da eine? Also natürlich soll am Anfang keiner sein, ich meine, das wäre Schwachsinn, wenn man schon Sterne verstecken würde. Und sowas wie, sind so viele Gegner auf der Map, sind zu wenig Gegner auf der Map, sind Objekte immer da, heißt, ich will ja alle Sterne in der Mission holen können. Natürlich gilt das nur dann für, also so Dinge halt, ich achte aufs Technische halt, ob da Fehler in der Map sind, ob halt irgendwie über viele Gegner sind, viel zu viele Boxen, viel zu viele Gegner und so Sachen halt eben. Dann, wenn das gegeben ist, bleibe bei der 3, wenn nicht, runter auf die 4. Dann gibt's das etc. Das zu gehören, ist die Musik passend, sind Texte sinnvoll verändert worden und ja, so Dinge halt eben, so etc. Kram. Ist das alles auch ganz toll und man merkt nichts Negatives, ist auch gut. Ansonsten rappeln wir uns runter auf die 5. Und jetzt fragt man sich sicher, wie kommt es denn, dass jemand eine 6 bekommen würde? Ja, das ist im Grunde relativ einfach. Wenn das Ganze ein großer, gigantischer Clusterfuck ist, den sich keiner mehr antun möchte, gibt es eine 6. Ich hoffe, dass ich es niemals verteilen musste. Bis jetzt musste ich es im Grunde auch nicht verteilen. Insofern ist es ja auch kein Problem. So Sachen wie Minus- und Plusgramm zu für den Noten her, das kommt zum Beispiel zustande, wenn das Level nicht schlimm aussieht, aber es hätte schöner sein können. Sowas zum Beispiel. Also so, wenn Sachen halbwegs erfüllt sind. Ungefähr so will ich es halt handhaben in Zukunft. Das hoffentlich wird das irgendwo funktionieren. Und da wir jetzt damit auch fertig sind, weil ich auch gerade nicht mehr genau, was ich noch alles erzählen wollen würde über den ganzen Kram hier. Das wäre es eigentlich soweit. Wie gesagt, nochmal danke an alle, die teilgenommen haben. Es ist eigentlich mein aktuell erfolgreichstes Video von mir auf YouTube. Ja, ist eigentlich schön so. Kann man weitermachen, ne? Ja, machen wir weiter. Insofern dann auch weitere tolle Level bis demnächst.